Wusstest du, dass unser Wasser aus der Toilette, aus der Dusche, aus dem Waschbecken, alles zusammen in ein Rohr zur Kläranlage gelangt? Das Wasser wird in der Kläranlage durch verschiedene Becken geführt, um es zu klären, so wie der Name Kläranlage es schon sagt. Da wird auch der grobe Schmutz rausgekämmt und auch Schlamm, Sand und Sonstiges entfernt. Nachdem das Wasser geklärt wurde, geht das Ganze in Flüsse, Seen, Bäche und somit sickert es auch mit in unser Grundwasser. Das Grundwasser kommt dann zu den Stadtwerken, dort wird es aufbereitet, es wird desinfiziert und geruchlos gemacht und dann kommt es dann wieder zu uns in unsere Leitungen. Und die Stadtwerke garantieren nur bis zur eigenen Hausleitung. Was danach kommt? Kontrolliert keiner mehr. Aber weißt du was? Jetzt frage ich mich, wie wird denn überhaupt unser Wasser desinfiziert? Ganz einfach, unter anderem mit Chlor. Ja, und was ist Chlor? Chlor ist ein gelb-grünes, giftiges Gas. Sehe ich gar nicht. Stell dir vor, du würdest die ganzen Desinfektionsmittel auch in unserem Wasser sehen. So wie hier zum Beispiel. Ui. Würdest du es dann trotzdem noch weiterhin Mit trinken? Sicherheit nicht. Und Chlor ist also die meistverwendete Chemikalie in der Industrie. Das heißt, wir haben ein hohes Konzentrat an Chlor im Abwasser und dann wird es noch als Desinfektionsmittel unseres Trinkwassers genutzt. An sich ist es ja nicht schlecht, ne? In so einer hohen Konzentration für den Körper, auch wenn es der Desinfektion dient. Aber was es mit unserem Körper anstellt, ist noch lange nicht gesund. Und jetzt, wo du das sagst, manchmal riecht unser Leitungswasser auch nach Chlor. Weil euer Wasser vielleicht dieses Mal noch mal etwas mehr desinfiziert werden musste. Es gibt einige, die auch Brunnenwasser zu Hause haben. Ja, das muss halt auch stetig kontrolliert werden. Diese Analysen, die muss man dann auch dann selber zahlen. Ja, und viele Brunnen sind auch noch mal im schlechten Zustand. Der Schacht ist zu niedrig oder schlecht abgedichtet. Allgemein entstehen halt erhöhte Risiken, wenn man einen eigenen Brunnen zu Hause hat. Ja, und zum Glück hat die NASA etwas ganz, ganz Tolles in den 60er Jahren erfunden, und zwar die Umkehrosmose. Somit konnten die Astronauten eine längere Zeit unterwegs sein und deren Eigenurin wurde dann mittels Umkehrosmose gefiltert. Wie funktioniert eigentlich eine Umkehrosmoseanlage? In der Umkehrosmoseanlage befindet sich ein Vorfilter, eine Membrane, unser Herzstück und ein Sterilisationsblock. Das Wasser geht durch den Vorfilter, um der Membrane einiges ein bisschen zu erleichtern. Dann kommt das Wasser zur Membrane. Und da müsste ich das so vorstellen: Das Wasser wird wie durch eine Saftpresse durch ganz viele verschiedene Schichten, Netze gepresst und in der Mitte kommt nur das reine Wasser, weil die Netze sind nur so groß, dass das Wassermolekül durchpasst. Und alles andere, was ihr am Wasser hängen habt, ist größer als das Wassermolekül, also bleibt das im Netz hängen. In der Mitte kommt das saubere Wasser raus und die Membrane wird danach, wenn sie gefiltert hat, noch einmal gespült und das Ganze geht ins Abwasser. Und nur eine Umkehrosmoseanlage ist in der Lage, dir reines Wasser zu liefern. Ja, das stimmt.